Der Kern von der Musik ist Dynamik. Das heißt, die Schattierungen rauszuarbeiten von leise und laut. Taycan mit elektrischem Antrieb sorgt für eine Atmosphäre, dass es im Fahrzeug sehr leise ist. Das heißt, das Musiksystem kann dort sehr artikuliert spielen und einfach überzeugen. Das fängt an bei den Technologien, die wir zum Einsatz bringen. Beispielsweise bei Bose SoundTrue als Technologie, die es schafft, datenkomprimiertes Material wieder aufzubereiten. Und da haben wir einfach auch mit dem technischen Know-how unseres Markenpartners geschafft, dass das Soundsystem den Kunde berührt. Bei Burmeister ist es so, dass wir Komponenten, beispielsweise AirMotion Transformer, ein besonderer Hochtöner-Typ, den man sonst einfach nur in High-End-Anlagen im Home-Audio-Bereich findet. Und die haben wir ins Fahrzeug transportiert. Das Sounderlebnis hängt sehr stark vom Quellenmaterial ab. Zum Beispiel MP3s, die du über dein Smartphone ins Fahrzeug bringst. Alles wirkt ultra kompakt und wenig attraktiv. Beide Algorithmen greifen das an, dass der Raum größer wird, entsprechend die Musik einfach mehr im Raum dasteht und einen auch stärker ergreifen kann. Wenn man einen passenden Soundtrack hat, steigert es einfach die Emotionen während dem Fahren. Insbesondere beim Taycan mit der Ruhe um einen herum, das ist was ganz Besonderes. Man hört noch viele Dinge intensiver und kann einfach mit der kraftvollen Musikuntermalung die Fahrt noch genießen. Alles das sind Attribute, die schlussendlich Emotionen erzeugen können. Taycan ist auch deswegen gut. Wir haben Lautsprecherblenden, die besonders designt sind, sodass die Lautsprecher frei atmen können, nicht gestört werden und der Schalldruck auch effizient am Ohr ohne Verluste ankommt. Es ist ein Unlimited-Genuss. Ich kann so laut hören, wie ich möchte. Und diese eigene Atmosphäre hat man so für Musikwiedergabe eigentlich nur im Fahrzeug. Wir wollten das beste Hörerlebnis erzeugen, das dieses neue Fahrerleben auch unterstreichen kann. Die Seele des Taycans ist für mich persönlich eine absolute Souveränität. Da bleibt nur für den Premium-Bereich Bose und für den High-End-Bereich Burmeister übrig.